Der August wird heiß. Nicht nur was die Temperaturen angeht, sondern auch im Bereich Videospiele. Wir haben alle wichtigen Neuerscheinungen und Ports des 8. Monats für euch in diesem Video zusammengefasst. Schon der erste Titel des Monats wird kochend heiß. In Hellbound steigt ihr wortwörtlich in die Hölle hinab. Der Ego-Shooter, der sich an Doom, Duke Nukem 3D und Quake orientiert, katapultiert euch in die Rolle von Hellgor. Eure Aufgabe ist es natürlich, die Dämonenscharen mit wuchtiger Ballergewalt in die ewigen Jagdgründe zu befördern. Hellbound erscheint am 4. August erstmal ausschließlich für den PC. Das nächste Spiel in unserer Liste ist wesentlich bunter und fröhlicher. Fall Guys Ultimate Knockout ist ein Online-Multiplayer-Spiel, das sich selbst nicht allzu ernst nimmt. Mit bis zu 99 anderen Spielern pro Match kämpft ihr darum, als Erster einen trickreichen Parcours zu bewältigen. Dabei spielt ihr aber eine knallbunte, tapsige Figur, die durch die Physik-Engine des Spiels stolpert, kullert und für allerhand Chaos sorgt. Im Koop-Modus könnt ihr euch auch noch in anderen Herausforderungen mit Freunden messen. Fall Guys Ultimate Knockout erscheint am 4. August für den PC und die PS4. Patel, we got a problem. Can't find Nelson. Better hurry, Mom. Two ships left. Wer auf das Weltall und Physik steht, sollte sich den Namen Relicta merken. Das First-Person-Puzzle-Spiel erscheint am 4. August für PC, PS4, Xbox One und Stadia und schickt euch im 22. Jahrhundert auf den Mond. Der wurde einem Terraforming unterzogen und in den Kratern der Chandra-Basis müsst ihr Geheimnisse aufdecken, um euch und eure Tochter zu retten. Dabei erwarten euch spannende physikalische Rätsel, in denen ihr Schwerkraft und Magnetismus kombinieren müsst, um zu entschlüsseln, was passiert ist. You get back to Chandra, find Kira and barricade yourselves in there. Sit it out. Warum gehen, wenn man auch rollen kann? Das dachten sich wohl auch die Entwickler von Scully und stecken euch in den titelgebenden körperlosen Schädel. Ihr wurdet von einer Gottheit reanimiert, um den Krieg zwischen deren Geschwistern zu beenden. Wie? Indem ihr euch in dem Action-Adventure über eine Insel mit 18 Levels in 7 Ökosystemen kämpft. Während ihr also hüpft, rollt und springt, könnt ihr euch in 3 Formen verwandeln, um Gegner zu besiegen oder bestimmte Herausforderungen zu meistern. Scully erscheint am 4. August für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. You made it so easy. Can't lose him. That did it. No. Wer noch immer nicht genug vom Fast and Furious Franchise hat, kann sich jetzt auf dieses Arcade-Rennspiel freuen. Am 7. August erscheint Fast and Furious Crossroads, nämlich für PC, PS4 und Xbox One. In wilden Verfolgungsjagden müsst ihr eure Gegner abhängen. Wenn das mal nicht mehr nur durch Schnelligkeit geht, helfen euch Maschinengewehre und Raketen wie im normalen Leben. Ihr spielt mit bis zu 4 Autos, zwischen denen ihr wechseln könnt, und trefft im Spiel sogar auf einige bekannte Schauspieler aus dem Franchise. Mit dabei sind nämlich unter anderem Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez und sogar Vin Diesel. Krieg führen und sagen kommen in Troy A Total War Saga zusammen. Das Strategiespiel erscheint am 13. August für den PC und führt euch zur sagenumwobenen Stadt Troja. Wie in Three Kingdoms warten auch hier Elemente auf euch, die in der wahren Geschichte so nicht stattgefunden haben. Somit vereint der Titel strategische Kriegsführung und mystische Elemente. Unter anderem wird auch Achilles eine Rolle spielen. Worauf Troy, A Total War Saga, jedoch verzichtet, ist eine Währung. Stattdessen messt ihr eure Ressourcen mit Holz, Bronze und anderen Stoffen, die ihr für die Weiterentwicklung eurer Truppen benötigt. Wer lieber aufbauen als Krieg führen möchte, ist mit Factorio gut bedient. Der Titel erscheint am 14. August für den PC und lässt euch Fabriken bauen und am Laufen halten. Dafür müsst ihr Rohstoffe fördern, Infrastrukturen entwickeln und natürlich Produktionswege schaffen und optimieren. Als wäre das alles noch nicht genug, machen euch Aliens das Leben schwer und wollen eure Fabrik zerstören. Die außerirdischen Besucher könnt ihr alleine oder im Koop Multiplayer niedermähen. Wollt ihr euch gerne mal so richtig kloppen, habt aber keine Lust auf blaue Flecken?
Dann schnappt euch ab dem 14. August UFC 4 für PS4 und Xbox One. Das Ultimate Fighting Spiel bringt euch neue Austragungsorte. Egal ob im Hinterhof oder im internationalen Ring, ihr könnt überall zum Champion werden. In diesen Teil hat EA außerdem Gameplay-Verbesserungen gepackt, um die Kämpfe flüssiger und realistischer zu gestalten. Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Grafik des Microsoft Flight Simulators einfach atemberaubend aussieht. Aber was kann der Titel, der am 18. August für PC und Xbox One erscheint, denn sonst so? Euch steht die ganze Welt offen. In einer Vielzahl an Flugzeugen, vom kleinen Leichtflugzeug bis zum riesigen Airbus, könnt ihr eure Pilotenfähigkeiten austesten. Echtzeitwetter, Nachtflüge, atmosphärische Schwierigkeiten und vieles mehr prüfen eure Skills am Steuerknüppel. Euch erwarten dabei 2 Millionen Städte, echte Flora und Fauna und über 37.000 Flughäfen, die ihr ansteuern könnt. Wer hat mal wieder so richtig Lust auf ein Metroidvania? Rogue Legacy 2 bietet euch zufallsgenerierte Levelbiome und mit euren unterschiedlichen Helden könnt ihr jetzt noch spannendere Dinge machen. Es gibt neue Waffen, die jeden Helden einzigartig machen. Und natürlich sogenannte Erbstücke, die sind ganz spezielle Gegenstände, die euch permanente Fähigkeiten geben, um die Welt so gründlich wie möglich zu erforschen. Außerdem hat das Entwicklerteam daran gearbeitet, den zweiten Teil tatsächlich zugänglicher zu machen. Auch für gelegentliche Spieler, die vielleicht noch nicht so tief im Metroidvania-Mahlstrom gefangen sind. Rogue Legacy 2 erscheint am 18. August für den PC. Kennt ihr die Zeichentrickserie Samurai Jack? Nein? Kein Problem, jetzt gibt's dazu nämlich ein Spiel. Das hört auf den Namen Samurai Jack Battle Through Time und erscheint am 21. August für PC, Xbox One und die Switch. Als Jack schließt ihr euch mit bekannten Figuren aus der Serie zusammen, um Gegner zu bekämpfen, die ihr vielleicht schon kennt. Reist in die Vergangenheit und kämpft gegen furchterregende Monster und katapultiert euch in die düstere Zukunft der Menschheit, um eben diese zu retten. Dabei meistert ihr über 12 verschiedene Waffen im Kampf und schaltet neue Skills für euren Spielstil frei. Big Junction, that's who we are. Rockmusikfans sollten jetzt mal die Ohren spitzen. Am 25. August erscheint No Straight Roads für alle aktuellen Plattformen und lässt euch zum Rockstar heranwachsen. In dem Action-Adventure kämpft ihr mit der Kraft des Rock gegen die Synthesizer der bösen EDM-Musik. Ihr spielt aber nicht nur einfach Riffs runter wie in Guitar Hero, sondern nutzt eure Musik, um spezielle Angriffe auszulösen oder die Welt um euch herum so zu verändern, wie ihr das gerade braucht. Das Indie-Studio Metronomic möchte so Musik und Gaming mehr vermischen. Wer hat früher nicht gerne Dr. Bibber gespielt? Jetzt könnt ihr eure Chirurgenfähigkeiten im Surgeon Simulator 2 weiter ausbauen. In der First-Person-Perspektive müsst ihr aberwitzige Operationen durchführen, die meist kläglich scheitern. Dabei habt ihr nicht nur das klassische Skalpell und die Knochensäge zur Hand, sondern könnt auch mal mit Schaufel und Hammer schnippeln. Neu in diesem Teil ist übrigens, dass ihr euch jetzt mit bis zu 3 Freunden zusammenschließen könnt, um jemanden den Tag zu versauen. Der Surgeon Simulator 2 erscheint am 27. August für den PC. Für Fußballbegeisterte kommt am 28. August Captain Tsubasa Rise of the New Champions für PC, PS4 und Nintendo Switch. Neben dem coolen Fußball-Gameplay mit den klassischen, irrwitzigen Torschüssen und der knallharten Action aus der Anime-Vorlage warten 2 Kampagnen auf euch. In der ersten könnt ihr Tsubasas Geschichte von der Schulmannschaft bis zur Nationalelf durchspielen. Die zweite Kampagne gibt euch die Möglichkeit, euren ganz eigenen Charakter zu erstellen, ihn zu verbessern und an die Spitze zu bringen. Wer Zelda Breath of the Wild mit Survival verbinden möchte, ist bei Windbound Brave the Storm genau richtig. Mit der Kriegerin Kara erleidet ihr Schiffbruch auf den sogenannten Heiligen Inseln, die zwar paradiesisch aussehen, aber allerhand Gefahren bergen. Eure Aufgabe ist es, Ressourcen zu sammeln, um euch Waffen und Werkzeuge zu basteln und euer Boot wieder auf Vordermann zu bringen. Natürlich wollt ihr nach Hause, aber die Geheimnisse der Insel wollen auch erkundet werden.
Ihr stellt euch Rätseln und Monstern und versucht, in den unbekannten Gefilden zu überleben. Windbound erscheint am 28. August für alle aktuellen Plattformen. Die Entwickler von Slightly Mad Studios wollen mit Project Cars 3 wieder zu ihren Wurzeln zurück. Die Rennsimulation, die am 28. August für PC, PS4 und Xbox One erscheint, soll ein geistiger Nachfolger von Need for Speed Shift und allgemein spaßiger werden als die beiden vorherigen Project Cars Teile. Euch erwarten neue Reifenmodelle für besseres Handling, ein 24-Stunden-Zyklus mit dynamischem Wetter, ein neuer Karrieremodus und neue Tagesherausforderungen. Und das sind nur ein paar der Neuerungen. Der Krieg ist Herr vieler Künste. Wer wollte nicht schon immer mal mit einer Horde Vampire in den Krieg ziehen? Das macht jetzt das Rundenstrategiespiel Immortal Realms Vampire Wars möglich. Ihr leitet einen von drei Vampir-Clans und müsst euch gegen die anderen behaupten. Dabei kommen taktische Kartenspielelemente hinzu, mit denen ihr euch einen Vorteil verschaffen könnt. In den unterschiedlichen Modi baut ihr eine Armee durch Rekrutierung auf, agiert als Feldherr oder macht im Sandbox-Modus einfach, was ihr wollt. Am 28. August erscheint das Vampir-Strategiespiel für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Wenn die Welt am Abgrund steht. Das neue Madden NFL 21 lässt euch den American Football wieder hautnah erleben. Mit den neuen Features wie dem Skillstick für spannende Move-Kombos oder den neuen Ausweichmanövern bringt ihr eure Offense voran. Aber auch die Defense hat dazugelernt und bietet euch jetzt bessere Tackling-Moves und eine angepasste KI. Im Karrieremodus könnt ihr zum Star aufsteigen, im Ultimate Team könnt ihr mit eurer Aufstellung prahlen und die Playbooks eurer Lieblingsmannschaften wurden ebenfalls aktualisiert. Madden NFL 21 erscheint am 28. August für den PC, die PS4 und die Xbox One. Wasteland 3 schickt euch in das postnukleare Ödland von Colorado. Dort müsst ihr, ganz typisch für das taktische Rundenspiel, eure Ranger-Basis ausbauen und eure Gruppe Überlebender steuern. Im harschen, ewigen Winter nach der Katastrophe seid ihr ganz auf euch allein gestellt und müsst den lauernden Feinden und der widrigen Natur trotzen. Erstmals bietet Wasteland 3 auch einen Koop-Modus, in dem ihr euch mit einem zweiten Spieler zusammenschließen und die Kontrolle über die Gruppe teilen könnt. So unterstützt ihr euch gegenseitig bei schwierigen Missionen. Dennoch ist der Titel auf die Einzelspielererfahrung ausgelegt. Wasteland 3 erscheint am 28. August für den PC, die PS4 und die Xbox One. The truth is, they don't care about who we used to be or what we wanted to do. Zum Ende des Monats und unserer Liste der neuen Titel gibt's nochmal einen Paukenschlag. Serious Sam 4 kommt mit den klassischen gewaltigen Monsterhorden und der Vielzahl an schrägen und viel zu starken Waffen zurück. Mit euren treuen Gefährten wie der verheerenden Minigun und dem brutalen Kettensägenwerfer metzelt ihr euch durch die Horden von Erzfeind Mantle. In diesem Teil könnt ihr das auch im 4-Spieler-Koop-Modus online. Teilt euch die neuen automatischen Schrotflinten und den Laser des Todes, um gegen die Invasoren zu bestehen. Serious Sam 4 erscheint im August für den PC und Stadia. Aber halt, schaltet jetzt noch nicht ab, denn der August hat auch noch ein paar wenige Ports für euch. Spiele, die bereits erschienen sind, jetzt aber nochmal für andere Plattformen veröffentlicht werden. Der größte und interessanteste Titel ist wohl Horizon Zero Dawn und dessen umfangreicher DLC Frozen Wilds. Beide erscheinen nun endlich am 7. August für den PC. Mit Aloy kämpft ihr euch durch eine naturbelassene Welt voller Robotertiere, die ein großes Geheimnis birgt. Am 18. August kommt dann Pathfinder Kingmaker auf PS4 und Xbox One. In dem klassischen isometrischen Rollenspiel steuert ihr eine Gruppe aus Helden, kämpft in Dungeons und baut euer eigenes Königreich auf. Zu guter Letzt erscheint das gefeierte Remake Yakuza Kiwami 2 am 30. August nun auch für die Xbox One. Als Kazuma Kiryu werdet ihr wieder unfreiwillig in die Intrigen der japanischen Mafia hineingezogen. Euch erwarten aber auch erneut Minispiele und kuriose Nebenquests. Das war's jetzt aber wirklich mit den wichtigsten Spielen im August. War für euch ein Highlight dabei? Oder wartet ihr doch lieber, bis die Temperaturen wieder ein wenig runtergehen?
schreibt's uns in die Kommentare. Wir freuen uns natürlich auch immer über ein Abo und ein Like. Und für noch mehr Infos zu den genannten Spielen könnt ihr auf pcgames.de vorbeischauen.